So, was haben wir denn so? Trundle. Ich hatte letztens ein Game, heute auch. Nach dem Stream hatte ich noch eins gespielt. Da waren halt 5 Nahkämpfer. Ja, die hatten Morde, AD Carry etc. Wir haben das Game leider verloren, aber da war das mit der Verwandlung mal richtig schön, ne? Gegen 5 fucking Nahkämpfer. Das war schön. Das war schön. Gehen wir für den Counter-Gank? Alter, Camille. So viele Leute spielen Camille. Oder gehen wir für das Power-Drummer? Weiß nicht. Weiß nicht. Ich glaube, ich gehe lieber für einen Gank. Sonst geht das gleich so aus wie gerade. Könnten ja so ein Zwischending machen. So, den Blue Buff Camille, ey, woher kommt das denn? Ich meine, okay, sie wurde ein bisschen gebufft, aber sie wird halt übel wie auch ein Jungle, in Toplane, ist richtig viel. Das ist echt crazy. Das ist echt freaking crazy. Sie ist auch ordentlich stark, die Frau, so ist nicht, ne? Bisschen spät gesmited, aber passt. Die Camille ist oben. Ich hoffe, der überlebt es, aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus, leider ist Bot tot. Ja, jetzt fängt der Ping of Doom an da oben. Ja, das ist. Weißt du, da wird man einmal gegankt und sofort ist der Insta-Ping da. Das Ding ist, wenn ich jetzt zu Golem. Sie ist jetzt gerade bei den Golems. Ne, sie nicht. Das Ding ist, kann ich dir denn noch machen oder ist das gefährlich? Vielleicht kann ich noch schnell den Großen machen. Sie macht nämlich jetzt ihre Dinger. Ja, pinkt. So. Das ist auch okay, kann ich mitleben. Das ist allerdings nicht so okay jetzt gerade. Schild, 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 Schild. Alter, wo ist Jax? Er verarscht mich nicht. Der pinkt wie so ein Geisteskranker und chillt sein Arsch. Ja, sie stirbt auch. Kann ich mit leben. Hätte ja nicht mal flashen müssen. Sie wäre auch so gestorben. Aber, das ist okay. War natürlich ein bisschen. Waren aber auch 3 Leute, ne? Da war noch. Da hatte Akali mich auch gesehen. Akali war auch da, oder? Es waren 3 Leute, die mich gechased haben. So, wir kaufen das. Wir kaufen das. Ist in Ordnung. Können wir mit leben. So, noch ein Control Rod mit drauf. Dann gehen wir mal zu Golems und snacken unser Eis weiter hier. Sind wieder die richtigen, Alter. Pink wie so ein übelster kranker Dude, aber ist nicht unterwegs. Ja, Akali Pre-6 sollte nicht so gefährlich sein, aber. Alter, was da oben abgeht. Was da oben abgeht. Das ist schon crazy, crazy, crazy. Camille ist aber nur Level 3. Ich bin schon 5 gleich. Wir gehen jetzt gleich Botlane. Also, ich könnte Botlane ganken, aber. Wir probieren es, aber ich, die sind halt echt nah am Turm. Also ich wüsste nicht. Wir können hier mal ein Control Ward stellen. Ist keine Vision. Ja, wie sollen wir denn hier sie ist Level 3. Guck mal meinen Level Advantage an. Haben die mich gesehen? Leider kommen wir irgendwie nicht so richtig dran. Ich habe auch keinen. Ich bin tot, Alter. Wie haben wir den Fight verloren, indem wir, weiß ich nicht, wie haben wir den Fight verloren? Im Prinzip hatten wir einfach nichts. Camille hat ihre Blades eingeworfen. Ja, ich meine, Camille ist noch tot, aber warum muss ich mal dafür sterben? Das ist doch scheiße. Ich sollte die anderen engagen lassen. Ich muss halt echt defensiver spielen auch, glaube ich, aber... Ich würde halt auch einfach sagen, dass Camille, nicht Camille, Xayah ist halt einfach viel stärker als Ezreal. Sie hat halt Schwerter und er hat halt Mana und so ein Zeug, ne, die... Also ich versuche jetzt einfach nur zu gucken, warum wir es so hart verloren haben. Ne? Vielleicht, ich würde nicht sagen, dass Camille stärker war als ich, aber... Wir haben mal, ich würde sagen, wir haben auf Camille engaged, haben sie dann nicht gecatcht und dadurch fehlt uns einfach der Schaden auf die anderen Leute.
Das war so ein bisschen das Problem. Aber, ne, Träne und so ist halt nicht so geil auch. Er macht halt keinen Schaden. Während Xayah 30 Schwerter hat. Aber ist okay. Red Buff 10 Sekunden. Es war halt echt schade, weil Camille war 3 und ich war 5, ne? Aber ich bin auch übel schnell explodiert. Kommt noch dazu. Aber es ist echt schade. Ich hätte echt gedacht, dass wir da mehr rausholen können. Na gut, passiert. Aber da sind wir schon wieder 0-2, ey. Das ist echt, ich darf nicht so viel sterben, aber... Hm. Ich meine, ihr könnt auch einfach durchfahren bis Level 6 oder so, aber... Im Prinzip hat Camille ja auch gar nichts gemacht. Sie hat nur Escape, ne? Sie hat ja gar kein Damage gemacht. Sie ist nur weggegangen. Aber gut. Lassen wir das hinter uns. Gucken, dass wir jetzt Toplane helfen. Der ist nämlich gerade am Battlen. Leider tot. Leider tot. Jetzt kommt der Ping. Ich sag's euch. Ich glaube, den kann ich auch noch nicht fighten. Wir können ein bisschen Schaden drauf machen, aber richtig battlen will ich ihn nicht. Können wir hier warten, nicht, dass Camille gleich kommt. Mann, aber meine Lanes verlieren halt auch von sich auch aus immer. Das ist doch nicht immer meine Schuld. Ja, hier, der ist auch schon wieder tot. Botlane ist tot. Nicht so nice. Not so nice. Können die mich töten? Ich hab Ult. Ich kann ein bisschen Zeit stallen. Ich glaube nicht, dass sie mich töten können. Ja, aber immerhin Orianna ist ja noch ganz gut dabei, ne? Und wir haben eine gute Team-Comp. Also Ezreal weiß ich nicht. Bin ich der. Also Ezreal macht übel Spaß zu spielen, muss ich sagen, ne? Bin nicht der extrem Ezreal-Fan, aber Spaß zu spielen macht sie definitiv. Ich muss eigentlich jetzt mal shoppen. Ich habe so viel Geld. Ich kann halt... Oh Mann. Das verlieren wir da oben. Ja, das verlieren wir. Kann ich jetzt schon callen. Okay, ich konnte sie kurz ein bisschen auf mich aufmerksam machen. Das ist okay. Aber... I don't know. Vielleicht geht der diven. Oder auch nicht. Push halt nicht, der Typ. Hat der Tiamat? Der hat Tiamat. Den bringen wir doch jetzt um, oder? Danke. Danke, 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 danke. So. Ich locke den Feind mit einem Menschenruf an.
Ich bin ja so ungezogen. Ich bin ja so ungezogen. Vielen Dank, Dessa, für heute auch den riesigen Text raus. Guten Abend, Mr. Tobi. Wie geht es Ihnen heute an diesem harmonischen Samstag? Wie haben Sie heute Ihren Tag verbracht? Ich wünsche Ihnen recht herzlich. Vielen Dank für deinen Text. Dankeschön. Das ist sehr, sehr aufmerksam. Also ich war heute und vorhin noch beim Sport. Das war sehr schön, muss ich sagen. Ne? Es war schön leer, muss man wirklich sagen. Es war schön leer. Das ist echt nice. Mann, wir kriegen halt alle auf die Fresse. Das kann doch nicht sein. Ich meine, aber Kimmel macht doch echt gute Arbeit. Aber holy shit. Ich glaube, ich sollte Kimmel-Main werden. Die hat ja die krassesten Gangs des Jahrhunderts. Ja, Ping, aber was soll ich tun? Also, ich weiß nicht, ob wir da was tun können. Die bringen uns, glaube ich, eher um, würde ich sagen. Na, ich wusste, dass wir sterben. Es war echt... Okay, ich lebe... Ich wusste, dass wir sterben. Wenn sie noch... Oh! Oh Gott! Der Troll hat sie gekillt. Sie dachte, sie wäre tot und hätte sie doch noch überlebt. Mann, das sind so Sachen... Ich hätte den einfach sein lassen sollen. Ich wusste... Ich war extra viel gemacht, weil ich schon wusste, dass das halt nichts wird. Na, das sind... Aber dann denkt man so, vielleicht sollte ich doch mitgehen. La furia che sto per scatenare. Un nemico è stato ucciso. Bisschen laut, oder? Mann, es ist immer noch alles gewinnbar, ich sag's euch, ne? Die Games sind einfach gewinnbar. Zack, da ist der Throw incoming. Vielleicht, ja, vielleicht geht hier noch was. Ich hab Ult noch. Ja, guckt euch jetzt an. Guckt euch den Throw. Dann, da ist er doch. Ja, was für FF15 in Solo-Queue. Throwen immer alle. Immer und alle. Das sind die ersten Regeln. Immer und alle. Leider aber auch das eigene Team hat, ne? Der ist halt 1-4 mittlerweile. Das ist not so nice. Not so nice. Und zack, dann haben wir wenigstens positive Stats. Ne? Das ist schon mal, jetzt kann ich sagen, ja Leute, ich habe übel gecarried. Ich war 3-0-3 und dann habe ich leider mein Team, ne? Gegner fett, bin ich leider dreimal hintereinander gestorben. Na 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 na. Kann ich das hier machen, was ist zu gefährlich? Ich glaube, ich werde jetzt sterben. Ich habe auch keine Ult. Das ist echt arschgefährlich. Piss dich. Du auch. Ohne Ult ganz, ganz vollzig. Kaufen wir uns Mercury Boots? Haben die so viel CC? Ja. Alleine, ich glaube, wir gehen Mercury Boots. Das Mercury Boots sind immer gut. Mercury Boots sind immer gut. Kommen wir noch ein Control Ward? Let's go. Können wir, das Ding ist, wenn ich jetzt für Kamel gehe, machen die Herald, aber die machen so oder so Herald, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass wir es contesten können. Nope. Guck mal, das ist gut, die Leute haben noch Bock, das finde ich echt toll. Also bis auf Jax natürlich, ne? Der hat keinen Bock, ist klar, kennt man, aber der Rest will noch, das finde ich schön. Das finde ich nice. Ich sehe nur also, Schwärze. Oh, das ist aber auch echt nicht so nice, was er da macht. Wir müssen halt play safe and we can win. Dann schauen wir mal. Wie wäre es mit dem Hutleihen? Mit einem Hutverleih? Boah, das weiß ich nicht. Das kann ich dir leider nicht zu sagen. Es tut mir wirklich, wirklich im Herzen leid. Vielen Dank für deine Unterstützung, Sir. Oh, sie ist rübergeweht. Na gut. Herr Weg. Ja, ich hätte hinterher unten. Aber Camille ist auch hier oben, also. Vielen Dank dir, Freddy Man. Dankeschön. Harold machen wir gerade. Es ist keine gute Idee, dahin zu gehen. Keine gute Idee, dahin zu gehen. Das war halt genauso boosted wie vom Blitzcrank gerade. Ich meine, ich bin zum Glück der, der niemals stirbt. Das ist so ein Vorteil, den ich habe. Aber schön ist es nicht. Schön ist das nicht. Laufen wir nach unten? Also ich würde erst nach oben laufen, aber ich glaube, ich gehe lieber zu meinem Team hier hin.
Das ist gut. Das ist gut. Oh, nice. Das ist wundergut, könnte man sagen. Man könnte sagen, das ist wundergut. Und nochmal hoch mit dir, du Papagei. Beautiful throws. Pra. Skibidi, skibidi, papapa. Throws. We have strong late game. We win. Ja, sagen wir einfach. Einfach immer sagen. Ich muss wirklich, das ist echt schade. Ich muss zu 80% in LOL. Ich sollte vielleicht wieder damit aufhören, aber Psychiater für meine Teams spielen. Ja? Das ist echt schade. Das, woher kommt das, dass die Leute alle so eine schlechte Attitude haben und einfach keinen Bock haben? Die Spiele sind übel einfach. Noch nie so ein einfaches Spiel gehabt. Findest du, man kann von Nightblue gut Jungle lernen? Also wahrscheinlich schon. Aber du darfst halt nicht. Er spielt ja sehr, sehr viel Troll-Zeugs. Darauf darfst du dich wahrscheinlich nicht einlassen und so. Du darfst jetzt nicht gleich denken, wenn er Aurelion Jungle spielt und damit alle killt, dass das gut ist. Da ist ein Ward, aber. Ja doch, machen wir erst das Ward hier. Das ist. Ja, vielleicht ist das gar nicht so bad. Oh, was? Das hat sie aus Versehen, hat sie es gedodged. Ja, okay, das war ein bisschen greedy, aber sie hat auch geflasht. Von daher geht's ja noch. Also von mir sollst du auf jeden Fall Jungle nicht lernen. Will der echt auf mich drauf, die Kerl? Schade, dass sie nicht gestorben ist. Die übertreiben echt, die haben so ein schönes Throw-Team. Da kann man locker mal throwen. Ich werde einfach immer Xayah versuchen zu töten. Das ist so mein Ding. Brianna ist halt auch echt cool im Team, muss man einfach sagen. Da unten ist wieder ein fucking Trondel-Troll. Wollen wir den jetzt bangen? Die können ja jetzt halt nichts machen eigentlich. Wir bringen den jetzt einfach um. Das ist gut. Ja, ich wollte ihn jetzt nicht klauen, aber das war halt nur meine W. Oh, almost nice. Almost. Zack. Das Throw, das ist League of Legends, League of Throws. League of No Attitude Gaming. Zack, von 0-2 auf 7-3. Ne? Einfach. Bock haben. Und GG. Also wir sind immer noch behind, aber. Bam. Mein Eis schmilzt leider gerade. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Das ist sehr unschön. Oh, jetzt so viel Farm. Warum wollen alle Leute immer aufgeben? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. So, wir kaufen uns einen Bear Sword. Ich werde das jetzt ein paar Games ausprobieren, dass wir jetzt direkt GA gehen. Also wenn das Game halbwegs gut läuft. Vielleicht nicht in jedem Game. Wenn es schlecht läuft, gehen wir Spirit Visage oder... Bauen wir Spirit Visage in den Game? Ich würde es echt gerne öfter bauen, aber es ist so wenig AP-Damage. Oder, also, Deadmans bauen viele, aber ich bin... Ich meine, der Slow ist auch nicht schlecht, ne? Ist auch cool. Dann hat man noch mehr CC, ein bisschen Damage. Aber Deadmans ist jetzt auch schwieriger zu procken, weil es ja mal genervt wurde. Oh Mann, er hätte sie nicht hier. Ja, wo da wäre ich auch nicht angekommen. Ich werde auf jeden Fall für Xayah gehen. Lol, was hat die denn gemacht? Oder wollte sie nicht rüber? Ja, das ist freudig. Was macht er hier? Das ist aber eigentlich ziemlich okay. Ich muss aber eigentlich für Xayah gehen. Sehr schön, Oriol. Wo ist Xayah da? AD Carries sind Futter für mich. Die esse ich einfach. Die werden einfach auf. Ich esse eh alles auf. Ist mir egal. Burger, Eis, alles. Einfach alles. Weil ich hungrig bin. Auf
Kills auf Elo. Einfach nur hungrig. AD Carry ist das leckerste, was es gibt. Übel easy snackbar. Ult ist da drauf. Mann, die ihren komischen Papp-Ult-Zeug. Bringt ja gar nichts. Ich bin ja in dir drin. Chill bei dir so ein bisschen. Netflix und chill kurz ein bisschen machen. Und dann geht's wieder los und wird sie genockt. Zack. Jetzt machen wir noch ein bisschen Damage. Kimmel ist auch gestorben. Schön. 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 Richtig, richtig schön. Ich habe leider kein Ult gerade zum Zerkacken. Kann ich das machen oder ist das greedy? Ihr bleibt beide da. Geht mir nicht auf den Sack. So, GA okay. Ist glaube ich ready. Kann das sein? Ich muss gucken, dass die jetzt nicht Baron machen. Ja, ist ready. Wunderschön. Schön, schön, schön. Irgendwann ist er uns auf. Ich werde euch alle aufessen. Mit Wladimir ist kein Papier, fange ich an. So, was kaufen wir? Ich wollte jetzt gerade ein Buch kaufen. Das macht nicht so viel Sinn. Jetzt gehen wir auf Armor. Okay, ihr dürft jetzt entscheiden, Leute. Deadman's Plate oder Thornmare? Thornmare ist cool, weil es toll ist. Deadman's Plate. Ich glaube, wir gehen Deadman's Plate, um es halt einfach zu testen, ne? Weil ich kann, wenn ich jedes Game Thornmail gehe, dann kann ich natürlich den Unterschied nicht richtig feststellen. Ein krasser Unterschied wird eh nicht da sein, aber ab und zu könnte das Flow, gerade zum AD Carry töten, ist das glaube ich nicht schlecht. Es kommt glaube ich auch auf den Gegner, ne? Also, gegen Akali ist der Heal Reduce nicht schlecht, muss man sagen, ne? Akali ist Heal Reduce. Ich glaube, daran sollte ich es einfach abhängig machen. Brauche ich den Heal Reduce oder nicht? Das ist eine Xayah, die snack ich jetzt. Rakan ist auch, wir könnten auch Rakan snacken. Leider ist mein Team gerade nicht on fire. Ich snack dich nicht. Never mind. Diesmal nicht. Heute nicht. Geht dir noch was oder nicht? Na gut, diesmal nicht. Aber wir haben Kümmel gekriegt. Ah, dafür habe ich geflasht. Ein bisschen worthless. A bit fucking worthless war das. Aber ich habe GA. Ich kann eh nicht sterben. Ich muss aber auf Kümmel aufpassen. Die kommt nämlich gleich nochmal. Irgendwo. Irgendwo kommt sie nochmal. Da. Ich meine die genau. Nicht Kümmel, ich meine Xayah. Ah, lecker, süß und oh, guck mal, auch schöne Ultimate, da bin ich ja. Ah, ja, macht Sinn, Ult ist ein bisschen räudig. I don't fucking care, ich esse euch einfach. Mann, ist das einfach. Einfachste Game in EU West. Holy shit, war das einfach. Also, ich glaube, ich habe noch nie so ein einfaches Spiel gehabt. Erstmal ein Ben und Jerry's drauf. Oh, ich bin der Jungler, muss ich dran denken zu smiten. 800? Nein, zu früh gesmited. Mann, aber das ist auch, das ist halt einfach Luck, ne? Wer smitet. Das ist halt 50-50. Ist scheiße, aber kann man sich nicht drüber beschweren. Wer sich über sowas beschwert, dass der geklaut wird, das ist einfach 50-50. Da können 100 Leute im Pit von dem Team sein. 100 Leute Team Blau und einer von Team Rot. Und der von Team Rot kann es trotzdem smiten. Es ist 50-50. Da können 5000 Leute im Team sein. 30.000 Leute. Naja, aber ist egal, ich tue die halt trotzdem. Gibt jetzt, okay, ich glaube, ich habe keine Ult, muss ein bisschen aufpassen. Ich habe GA, ich bin eine Maschine, ist mir eh alles egal. Ja, okay. Oh Mann, schade, Marmelade. Hoch mit dir. Jetzt haben wir leider erst GA, das ist ein bisschen räudig, aber. Ich meine Ult. Oh, spring, mach was, mach den springenden Wurfschlag. Stock, Mann, Attacken. Wir gehen Top Lane. Ja, da war ein bisschen deep, glaube ich. Oh, die fighten immer noch, Alter. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Ich dachte, das wäre hier schon ausgelutscht. Oh Mann, Leute. Ich bin fast da und ich würde sie essen. Komplett. Direkt in den Mund rein. Und in einem hab. Nee, ich will nicht sterben. Sterben will ich nicht. Oh Mann, was machst du denn? Der Blitzgang ist aber auch echt lebensmüde. Muss man einfach so sagen. Der ist einfach nur lebensmüde. Das Gute an dem GA ist ja, dass wir nicht gestorben sind. Und dass wir bald wieder. Ja, ne? Bald wieder. So, wir gehen jetzt einfach Thornmail, weil. Wir gehen doch Deadman's Plate. Ich wollte sie austesten. Vielleicht gehen wir auch beides. Hey, was ist das hier? Was brauche ich das? Was brauche ich für Deadman's Plate, Alter? Ich brauche hier das Ding, glaube ich, ja.
So, jetzt. Oh, nicht sterben. Okay, also haben wir es gekillt. Das ist okay. Killen ist okay. Ich meine, der Slow ist cool. Ist nett. Gegen Akali werde. Ich meine, Akali wird eh gesnackt. Die kann gar nichts. Aber da wäre der Anti-Heal halt gut, ne? Ich habe damals auf Jace Trinity und Two, also es war der ultra alte Jace. Da hat man auf Trinity gespielt. Trinity into GA. Du warst halt, du konntest übel früh sterben und es war kein Problem. Das hier ist ein bisschen deep alles. Oh Mann, Leute, können wir uns ein bisschen zusammenreißen, bevor wir jetzt alles schauen. Jetzt kommt wieder der Surrender Vote, Leute. Guys, please just focus. Mann, Leute, was ist denn mit euch? Wieder Jax hier, ne? Mann, wieso? Ich meine, es ist nur Jax. Alle anderen machen no. Das Ding ist halt, Ezreal wurde gecatcht. Für irgendeinen Papierdrachen, den eh keiner will. Na, ist nicht gut. Aber von 0-2 auf 10-4-11, ne? Also, ja. Ja, Trundle hält sich auch ziemlich viel, das stimmt, ja. Gegen Trundle, aber ich glaube, wir kaufen jetzt eh noch Thornmail dazu. Also, wir können Thornmail oder Death's Dance. Ah, Death's Dance für 10% CDR wäre auch nicht schlecht, aber... ja, schwierig. Das ist tatsächlich, muss man sagen, schwierig. Ich meine, wir haben halt hier mit ein bisschen CC, ne? Wir können slowen und machen ein bisschen Schaden. Wobei der Schaden jetzt halt nicht krass ist, aber Xayah kriegt damit effektiv besser tot als mit Thornmail, glaube ich. Weil Angreifen tut sie mich eh nicht. Die bang ich ja meistens. Also ab und zu, je nachdem. Es kommt halt echt auf Rakan an. Rakan macht einen absolut miserablen Job aktuell. Der lässt Xayah komplett alleine die ganze Zeit. Ne? Und wenn er so miserabel spielt, dann kann ich sie halt bangen, ohne dass sie mich groß angreift. Vielen Dank an Anna the Banana. Anna the Banana. Grazie. Grazie, grazie, grande. Einheitsvoll und wurde der Bandit von der Kamera immer noch nicht geschnappt. Ich würde empfehlen, den roten Helikopter zu kaufen. Der rote Helikopter. Danke dir. Vielen Dank. Der Bandit wurde leider noch nicht geschnappt. Das ist unglücklich. Vielen Dank euch beiden. Herzlich willkommen. I wish you a Merry Christmas. So, wir gehen weiter auf Xayah. Ja. Camille ist auch wichtig und Camille ist Full Damage, Alter. Die ist, also, Xayah und dann Camille. Wobei Akali ist 3-7, aber das Traurige ist, dass sie trotzdem meinen AD Carry tötet. Und auch meinen AP Carry potenziell. Das ist leider das Traurige an... Boah, ich habe sie nicht getroffen, aber... Und die... wir müssen auf Xayah, das ist auf jeden Fall wichtig. Fuck, das ist die falsche, aber die nehme ich auch. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Wir gehen jetzt, wir zeigen, wie das geht, das Game. So geht's. Okay, nevermind, ich bin tot. Obwohl, ich töte dich! Haha! Ja, ich bin auch tot, aber... ja, es war ein bisschen... Camille war halt im Weg. Tötet sie bitte. Mach ein Q. Mach dein Q. Ja. Ja, war gut. Das Game ist free. Ich weiß gar nicht, wie Jax so negativ sein kann. Vor allem, was ich nicht verstehe. Leute, wenn ihr Champions spielt, die im Late Game ungefähr so geil sind wie die Burger vom Marktpiraten, dann surrendert ihr niemals das Game, selbst wenn ihr 0-8 geht. Ich wurde schon von so vielen 0-8 Jacks im Late Game gekillt. Von so vielen. Und die haben das Game gewonnen und standen irgendwann 12-8 oder so. Waren unsterblich. Ihr surrendert niemals mit Champions wie, Achtung, Vladimir, Yasuo, Jax, Nasus, keine Ahnung was alles gibt, alles ist im Late Game insane ist, damit surrendert ihr einfach nicht, das ist dumm. Wer damit surrendert, der ist wirklich dumm. Sorry, aber ihr seid dann wirklich dumm. Jax ist eine Maschine im Late Game. Er hat vielleicht kein Gehirn, aber er ist eine Maschine. Leider ist hier wieder der Counter-Strike am Start, was halt nicht so geil ist. Ja, ungeil, kerngeil, begrenzt geil, gar nicht geil, scheiße geil, aber... ja. Der macht halt 24-7 Surrenders. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Jax ist ultra insane krass. Ich glaube, ich muss ja aufpassen, sonst sterbe ich hier. Na, das wäre nicht klug, hier zu sterben. Alter, macht ihn Schaden. Okay, ich bin auch nicht ultra tanky, aber... what the fuck? Not bad. Die ist 14-11 auch.
Jetzt schreibt der GG. Was für GG? Die haben auch ein Loch in ihrer Basis. Was für GG? Das Ding ist, dass die jetzt Baron machen. Ich kann es auch genauso smiten wie jetzt vorne. Also, damit könnte ich es vielleicht ein bisschen ausgleichen, ne? Aber gefährlich ist es allemal. Oh, ich muss schnell. Zwei, wie macht meins? Na, oh, Sekunde zu spät. Das ist echt schade. Marmelade, sie ist tot. Das Beste, was ich jetzt machen kann, ist nicht sterben. Okay, Jax pusht. Vielleicht kann ich ihn noch ein bisschen abfacken eigentlich. Die porten gerade zurück. Ich bin unsterblich, ich mach das. Ich mach das! Warum? Weil ich unsterblich bin! Die machen wir auch, komm. Ah, ich hab aber GA! Ich bin unsterblich! Ich bin eine Maschine! Ich bin GG! Ich bin der beste Spieler, den es gibt auf der Welt! Oh mein Gott! Ich bin tot. Also halb tot. Du olle Futter. Okay, jetzt bin ich aber raus. Also jetzt bin ich aber wirklich. Also, okay, ich wäre noch dafür ein W, aber das ist doch echt alles. Macht eigentlich Ezreal auch irgendwas? Ich meine, Jax macht gerade Arbeit, ne, muss man sagen, aber. Macht Ezreal irgendwas? Nein! Macht er nicht! Er ist einfach nur geboostet. Aber ist okay. Ist okay. Wir haben ein bisschen was bekommen. Wir haben ein bisschen was bekommen. Könnte sein, dass sie jetzt kommen, deswegen warden wir. Ich könnte sie putten. Ich habe Ultimate. Ich hätte Lust. Mana haben wir auch, aber die. Leute, war der Blubber. Ich habe jetzt halt alles. Ich hätte aber Lust. Komm her. Ich gehe das ein. Ich bin unsterblich. Let's go. Alles. Ist Xayadon da? Ah, Pisser. Zack. So, und wir hatten noch nicht mal Death's Dance, Leute, ne? Also. Bitte. Und Camille ist 14-12, aber die war jetzt nicht irgendwie Noob oder so. Akali, klar, okay, ne? Aber das war der beste Spieler von denen. Und ich habe die im 1 vs. 2 gekillt. Kane ist OP. Problem ist, ich meine, die haben jetzt auch ein Loch in ihrer Basis, ne? Ein gutes Loch. Da ist offen, aber jeder Fight kann unser Ende sein, ist das Problem. Drain Control haben wir leider auch nicht und es geht schon wieder los. Wieso werdet ihr 24-7 gecatcht? Das verstehe ich nicht. Er macht seine Potato kaputt, seine Escape Potato. Why you do this to me? I don't get it. Ich muss auf jeden Fall Camille töten. Wollt ihr mich wirklich bangen? Wer will mit mir bangen? Nicht mit... Dein Ernst? Okay, jetzt habe ich ein Problem. Obwohl, nö, hab ich nicht! Sterbt! Okay, doch, jetzt habe ich ein Problem. Ja, okay, was... Mann, Leute! Ich kann nicht spielen, ich kann nicht gewinnen. Warum kann ich keine Games gewinnen? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Mann, ey. Ah. Ey, das hätte ich 100 Mal. Ich meine, Camille hätte es auch 100 Mal verdient zu gewinnen. Das ist nicht, aber. Ey. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann denn mein Team 24-7 gecatcht werden? Also permanent. Wirklich nonstop. Nonstop wurden die gecatcht. Ja gut, unlucky. Ne? Unlucky, was kostet ein 0, weil wir 0 haben. Das ist natürlich schlimmer geht's nicht. Ja, Solo Queue Challenge ist ganz gut, ne? 24-7, das ist so, als würden sie Anti-Carry. Anti-Carry war das.